Brauche ich. Kann man stehen hier. Naja. Schön vorbeigeschossen. Komm jetzt. Gut, dann gleich mal PvP einstellen und Quest abgeben. Enabled. So. Möchte ich mir mal sowieso dann mal eine Truhe aufmachen, hoffentlich eine neue Waffe dann bekomme mit Level Up. Zack. Zack. So, Level 14. Aber keine Folgequest fürs Erste. Hin und her laufen, kommt der Strahl wieder manchmal. Okay, aber da will irgendwas von mir. Anscheinend kriege ich jetzt doch eine Main Story Quest von ihm. So. Hab ich gerade irgendwas bekommen? Ja, Truhen wieder. Ich wollte sowieso gleich noch welche aufmachen. Weil neue Waffe, schneller Gegner töten, tolle Sache. Und ich habe keinen Platz mehr jetzt, zumindest nicht in der Seite. Hier ist Zeug. Hier habe ich noch Platz dann. Gut. So, was habe ich denn bekommen? Schultern! Das hilft mir jetzt nicht so viel. Hm. Was ist das denn, diesen golden? Incoming Damage. Ja. Hilft mir jetzt auch nicht allzu viel. Oder ist nicht schon gelb gemacht hier? Hm. Können wir ja mal testen. Wenn ich die jetzt anziehe. Nö. Doch, wird die Farbe sein, hä? Aber eigentlich sieht man da kaum Unterschied, ehrlich gesagt. Und was anderes wie schwarz braucht man sowieso nicht. Ich mach mal so eine auf hier. Ich brauche eine Waffe. Ich krieg keine Waffe. Ah, XP, sehr schön. Nee, warte, das wäre ziemlich dumm jetzt. Abbrechen. Die da muss ich auseinandernehmen. Oh! Habe ich es geschafft von. Habe ich es noch eingeloggt gehabt jetzt oder was? Warte mal. Ah, nee, hier. Zack. Genau, den habe ich zerstört. Ja, gut, die braucht kein Schwein. Wie kriege ich hier nicht das raus, was ich brauche? Gib mir doch meine Waffe. Ich will nur so viel Müll auch. Projektil Damage braucht kein Schwein. Ich brauche XP Dingsbums. Da ist eine Waffe. 877. Genau, auf die habe ich gewartet. Zack. Gut, und ein Haufen Schnickschnack schon wieder hier. Boah. Ja, Aurelia. Den kennt man doch. Na, willkommen bei einer Aufnahme. Ein paar PvP-Quests abgeben. So, die ist golden immerhin. Die gibt man ab. Und der Rest, ja, da muss ich noch ein paar Mal PvP machen. Aber sie werden langsam. Silber, Silber, Bronze, Silber und noch ein paar schwarze. Das kommt mit der Zeit. Und alle schön PvP hier, ne? Fireflies. So. Level up. Nicht ganz gereicht. So. Nee, warte mal. Habe ich noch Quests? Missionen. Da. Der Hai. Noch ein Hai. Zwei Haie. Gehe ich nochmal zwei Haie ab. So, geangelt habe ich nicht. Wo war eigentlich der Typ mit dem Hai? Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Der war hier. Dann bin ich gleich Stufe 15. Das ist das, was ich heute schaffen wollte. Also, läuft. Bin ich nah genug? Nee. So. Level 15. Ja, so langsam läuft's doch, hä? Gut. Und hier ist noch alles Stufe 4 Gelumbe. Kriege ich alles noch nicht. Gut. Dann wollte ich sowieso eine Runde mit Helga jetzt mal sprechen. Denn das will die Hauptquest von mir und Helga ist hier.
Es war selten, dass ich mal Hauptquest mache hier. So. Den suche ich noch. Nicht gefunden. Silicius muss ich nochmal ansprechen. Das mache ich gleich nochmal. Speak bis Helga Sparrow. Finde für Mann for Whisper. Gut. Also gehen wir erstmal hier hin. Hallo. Ihr könnt euch das gerne durchlesen. Ich, Englisch. Ja, zumindest wisst ihr, was ich gemacht habe, ne? So, gut. Find information for Whisper. So, Spa Esser Parts. Genau, das ist in der Höhle drin. Das gehe ich nochmal, weil die haben... Wenn ich unten mit dem nochmal quatsche, mit dem Dragon Pet Race Typi da. So, dann wollen wir mal... Sieht sie los, jetzt sprechen wir mit mir. Ah, Quest completed, Mission Seeker. Return to Wandle outside of the High Steppe. Krieg mal hin. So, hier habe ich nichts abgeschlossen. Kriegt mir also alles nichts. Ein Dragon Cape. Komisches Zeug hier. Sea Pet Dragon. Tiger Pet Dragon. Spring Queen. Hat bestimmt komische Farben oder so. Einfach nur. So, gut. Das Buch sagte. So, dann, complete. High Steppe and speak with Dingsbums. Gut, dann machen wir das mal. Ah, hallo. Oh, es gab ein paar XP. Das ist auch schön. Zwar jetzt nicht so viel, aber. So. Aha, okay. Die Stadt ist etwas größer geworden. Ja, das sieht man. So, ich muss irgendwas Dummies verkloppen. Slay Spice Thief, collect Spices. Das wird zwar nicht sein. Slay Sapling Staff Rusher. 0 von 3. Ich denke mal, das sind die Anfangsgegner hier. Ich bin jetzt schon ein bisschen hoch für die Quest. Schätze ich mal so. Wir gucken mal. Aber wenn es bloß die 3 sind, das geht ja fix. Gucken. Hat das gezählt? Ja, das sind diese Anfangsgegner. Hallo. Ich sollte Pult-PvP anmachen, bevor ich die abgebe. Oder muss ich jetzt mal reingehen? So. Okay. Ich soll zum Haus reingehen. Sie findet Alchemist Table 2. Creating a Healing Potion. Mr. Rezept. Okay. If giving you 3 times what you need in case you make a mistake. Okay, aber Rohstoffe gibt er mir keine dafür, oder was? Ich krieg Fischli. Und das? Brauche ich noch Äpfel, oder was war das bloß das hier? Ich brauche noch hier. Okay, das Zeug brauchte ich, glaube ich, dafür. Mal gucken, was ich alles brauche zum Trank brauen. So. So. Müssen wir mal ins Buch hängen. Dann kann man jetzt durch den Tisch und so laufen, damit man nicht immer hängen bleibt. Finde ich gut. Ist auch eine Möglichkeit. Aber es kommt halt komisch, weil man einfach durchlaufen kann. Aber gut. Ich brauche ein Buch. Genau. Collect Wind Potion. Ich kann auch einen verkackten machen. Oh, Collect Wind Potion. Das ist einfach. Ich verkacke jetzt mal ein. Ich nehme jetzt mal ein. Warte mal. Das ist viel einfacher. Ich gehe jetzt einfach hin. Mach das Queen's Ear herein. Nehme das Queen's Ear. Nimm die Bottle. Ich warte, dass mal ein bisschen eine Farbe nochmal reinkommt, irgendeine. Ja, das erhitzt sich jetzt. Da hat es verschiedene Farben normalerweise. Da. Zack. Und einen ruinierten. Zack. Jetzt habe ich meine Quest. Gut. Dann wieder zurück. Das ist einfach. Das ging früher in der normalen Orbus genauso, dass man einfach einen ruinierten abgeben konnte und dann war die Sache geritzt. Und da muss man auch die Rohstoffe nicht aufwenden. Da gab es einen Spezialrohstoff, das waren Sonnenblumenkerne mit einem Rezept. Jedenfalls hat man dann halt ein Bag of Sunflowers und konnte damit eigentlich nichts machen. Und es gab extra ein Rezept, das man nur einmal genutzt hat, um das herzustellen. Und ja, so konnte man ruinierten machen, konnte diesen Spezialgegenstand, der total wertlos war, behalten. Wurde hier aber dann komplett weggemacht.